Vor einiger Zeit sprach plötzlich alle Welt über die Nachrichtensprecherin Eva Herrmann, die sozialpolitische Thesen aufgestellt hätte, die so empörend wären, dass sie deswegen sogar aus einer Talkshow geworfen worden wäre. Ich hatte die Sendung nicht gesehen und freute mich daher an der Existenz von YouTube. Was ich dort sah, war eine Frau, die auf besonnene Weise reichlich unfrische, aber demokratisch zulässige Auffassungen über die gesellschaftliche Stellung von Müttern äußerte. Für mich hatte das keinerlei Wallungswert. Erstaunlich fand ich allenfalls die neben ihr sitzende Senta Berger, die eine sehr schlechte Rolle spielte, nämlich sich selbst als echauffiert schnaubende Hüterin des rhetorischen Anstandes. Wirklich bedenklich schien mir jedoch lediglich der Katzentischgast. So möchte ich jene Talkshow-Gäste nennen, die als sogenannte Betroffene oder Experten abseits der eigentlichen Runde in einer separaten Sitzgruppe oder in der ersten Publikumsreihe sitzen, um vorher vereinbarte Sätze aufzusagen. Sie sind oft sehr nervös und machen nicht immer den Eindruck selbstbestimmter Existenz. Für die Sendung mit Eva Herrmann hatte man sich einen Historiker bestellt, der sagen sollte, dass die plötzlich umstrittene Dame das von ihr in Bezug auf die Medien verwendete Wort Gleichschaltung nicht sagen dürfe, weil es historisch belastet sei. Und was tat der Historiker, als man ihm das Mikro an die Lippen hielt? Er sagte, dass man das Wort Gleichschaltung nicht sagen dürfe, weil es historisch belastet sei. Und schon war das Mikrofon wieder weg. Der Mann war in mittlerem Alter und so ist zu hoffen, dass er noch einige Jahrzehnte Zeit hat, sich schamvoll daran zu erinnern, wie er sich als sätzchenaufsagenden Baustein in einem inszenierten TV-Skandal hat missbrauchen lassen. Es ist schön, dass man sich solche Szenen im Internet ganz genau und notfalls mehrfach ansehen kann. Man kann bei Bedarf sogar mitschreiben.